Das Wetter hält am Wochenende für den Süden Deutschlands jede Menge Regen bereit. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. Heute Abend wird schon Dauerregen einsetzen und nicht nur den äußersten Süden Deutschlands treffen, sondern den Alpenraum insgesamt. Besonders betroffen auch die Schweiz und Österreich. Dieser Dauerregen wird dann bis zum Sonntagabend bis in die Nacht zum Montag hinein anhalten und lokal auch für Überschwemmungsgefahr sorgen. Wer also im Alpenraum unterwegs ist, der sollte ganz besonders vorsichtig sein. Wir schauen einmal auf die große Wetterlage und da sehen wir schon, ein Wolkenband liegt über Europa, auch über dem Süden und dem Osten Deutschlands. Hier haben wir dann auch noch Tiefdruckgebiet Lynn. Lynn wird aber mit der Zeit an Stärke verlieren. In der kommenden Nacht setzt dann eben der Regen im Süden schon ein, trifft besonders den äußersten Süden. Da kommen dann über 100 Liter pro Quadratmeter zusammen. Stellenweise wird das in die Richtung bis zu 200 Millimetern gehen. Wir sehen also in der kommenden Nacht schon reichlich Regen im Süden. Ansonsten sind dann auch mal ein paar Tropfen im Osten des Landes dabei und auch an der Nordseeküste, da gibt es mal ein paar Schauer, die vorbeiziehen. Dazu sind ansonsten einige Wolken unterwegs, die Sterne schaffen es aber immer mal wieder, sich an ihnen vorbeizuschieben. Die Temperaturen gehen dann auf 15 bis 9 Grad zurück. Morgen im Tagesverlauf kommen die Werte dann auf bis zu 24 Grad. Besonders unter den Regenwolken wird es deutlich kühler bleiben. Da werden dann stellenweise nicht mal mehr 15 Grad erreicht. Und Regenwolken, die gibt es im Süden reichlich. Stellenweise geht das dann auch schon in Schauer über. Auch ansonsten fallen mal ein paar Tropfen. Häufig bleibt es aber trocken und die Sonne teilt sich mit den Wolken den Himmel. Am Sonntag, da geht es dann auch mit einigen Schauern und nochmal mit Regen, besonders im Süden des Landes, weiter. Ab und zu, da schafft es aber auch hier mal die Sonne sich noch zu zeigen. Die Werte kommen auf bis zu 24 Grad voran. Am Montag startet die kommende Woche dann mit einigen Wolken, ab und zu auch mal mit Regenschauern, aber auch die Sonne schiebt sich mal an den Wolken vorbei. Dazu werden dann nur noch bis zu 22 Grad erreicht. Die Temperaturen sind also wirklich nicht mehr sommerlich, sondern bekommen schon eher einen herbstlichen Anstrich. Und zum ersten Tag des neuen Monats, da werden dann auch nur noch bis zu 21 Grad erreicht. Es sind einige Wolken unterwegs, häufig kann die Sonne sich aber ganz gut gegen diese durchsetzen. Ein paar Regentropfen, die fallen dann auch noch mal im Nordosten des Landes. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Denkt auch noch dran, auf Abonnieren zu klicken, damit ihr immer richtig gut informiert seid. Habt ein wunderschönes Wochenende. Tschüss!